Verehrte Festversammlung, liebe Gäste zur Beethoven-Soiree, hat Sie Beethovens strahlende Freude erreicht? Ich muss Ihnen sagen, Sie, Herr Higuchi, sind der Dirigent dieser Aufführung, die wir eben gehört haben. Sie waren der Initiator der Übersetzung. Sie haben Verlag die Idee gehabt, und in diesem Prozess sind wir einander Freunde geworden. Nicht zuletzt in Dialogen zu den Opfern von Fukushima. Und ich denke, dass wir in diesem Augenblick 150 Jahre Freundschaft Deutschland-Japan tief miteinander verbunden sind. Wer kennt ihn nicht, diesen Schlusssatz der 9. Symphonie? Wer hat den darin erwähnten Kuss noch nicht als ganz persönliche Botschaft Beethovens erlebt? Aber wer hat je gefragt, worin das Geheimnis dieses Kusses verborgen liegt? Ich bin den Spuren, wie es eben schon angesprochen wurde, Beethovens nachgegangen und habe entdecken dürfen, dass diese Ode an die Freude, Schillers Ode an die Freude in Umdichtung, in 156 Ländern der Welt Hymne oder Nationalhymne geworden ist, nicht zuletzt von Russland ausgehend über Japan bis hinein 1974 in das heutige Zimbabwe und hat bis heute die Begeisterung der Menschen nicht eindämmen können. Gehen wir durch Japan, so erleben wir, dass gerade diese Ode an die Freude, der europäische Gruß ist, der Ihnen vom Kindergarten über den Aufstieg zum Fujiyama oder vor der Rede in der Alma Mater, ich durfte das auf einer Vortragsreise erleben, mit Jubel entgegengebracht wird. Gehen wir jetzt aber zurück und fragen, was sagt ein Zeitzeuge aus der Retrospektive vor 200 Jahren, Grillparzer, der ihm die Totengedenkrede gehalten hat, der sagt, es geht ein Mann mit festem Schritt, nur freilich geht sein Schatten mit. Ein Sprung. Und sieh da, unverletzt hat er den Abgrund übersetzt. Als Sieger steht er schon am Ziel. Nur hat er keinen Weg gebahnt. Wir müssen heute fragen, können wir diese These Grillparzers, nur hat er keinen Weg gebahnt, heute, 200 Jahre später, noch aufrechterhalten. Gerade vor den Erkenntnissen der neueren Forschung, sicher auch unter dem eigenen Aspekt der Analyse von 2000 Lebensgeschichten aus aller Welt, können wir erkennen, dass dieser Weg, den Grillparzer noch nicht als gebahnt erkannte, ein allgemein gültiger Weg ist, wie er von Menschen überall aus der Welt gegangen wird, die am Boden gelegen haben, aus Verzagtheit und Ungewissheit durch den Spiralweg hinein zur handlungsorientierten Solidarität kommen. Das Problem, auch das hat Herr Higuchi eben angesprochen, ist die Umwelt. Die Menschen an unserer Seite, Sie haben von der Tragik Beethovens gesprochen, die dieses Umdenken zu der Zeit überhaupt nicht leisten konnten. Beethoven ist diesen Weg gegangen, in unendlichen Spaziergängen. Er hat den Sprung über alle seine Abbrüche und Krisen gemacht. Da ist die physische Krise mit 21 Jahren ertaubt sein. Da ist die künstlerische Krise, todessehnsüchtig sein, die politische Krise, desillusioniert sein, die ökonomische Krise, kein Grundbesitzer, humorvoll antwortet er seinem Bruder, nur Hirnbesitzer zu sein. Und letztlich die höchste Identitätskrise, lebenslang ungeliebt, erst posthum geliebt zu sein. Da fragen wir uns, wie ein Mensch es schaffen kann. Und Beethovens Leitwort ist: Herr, gib mir die Kraft, mich selbst zu besiegen. Er schreibt in seinem Tagebuch: Du darfst nicht Mensch sein, für dich nicht, nur für andere. Herr, gib mir die Kraft, mich selbst zu besiegen.
Klint hat das in seinem wunderbaren Beethoven-Fries gestaltet als der wohlgerüstete Starke. Im Malerjahr muss ich ja hinzufügen, es werden ihm die Gesichtszüge sowohl von Mahler als auch von Beethoven zugesprochen. Es bleibt offen, beide ringende, suchende, beide von der Gesellschaft ausgegliedert. Entscheidend ist aber, dass dieser Weg, den Beethoven sehr erfolgreich hat gehen können, als individueller Lebensspiralweg, von der Gesellschaft nicht gegangen wurde. Sie konnte die Umkehr des Denkens, die nötig ist, um die Perspektive des anderen zu verstehen, um einfühlsame Begleitung zu leisten und durch Perspektivenwechsel zu einer neuen Perspektivenverschränkung zu kommen, sie konnten es nicht leisten. Es gab auch noch nicht das, was wir heute Bildungsangebote nennen, die durch Weiterbildung, Integration, Konklusion, das alles versuchen, in Szene zu setzen und eine unterstützende Begleitung zu geben. Um diesen Wandel des Umdenkens in ihr Bewusstsein zu bringen, ziehe ich doch das Bild des Kopernikus heran, etwas überzeichnet. Aber es macht die Wende des Denkens deutlich vom geozentrischen, man kann auch egozentrischen, die Erde kreist um sich selbst, zum heliozentrischen Weltbild bedeutet. Und was dieser Komplementärweg bedeutet, erkennen Sie am deutlichsten am Besuchermagneten der Reichstagskuppel. Der Bürger geht rechtsgerichtet herauf, leistet die Umkehr und linksgerichtet herunter. Als ich bei der Eröffnung unseres Bundestages den Architekten Norman Foster fragte, was haben Sie hier für eine Philosophie in Stein, Glas und Beton gestaltet, antwortet er aber, Frau Abgeordnete, es gibt keinen anderen Weg, auf die Kuppel rauf und runter zu kommen. Es ist Botschaft in Glas, Stahl und Beton. Dass diese Spirale als Archetypus seit Jahrtausenden in Natur, Kultur und Technik beheimatet ist, möchte ich Ihnen in einem ganz kurzen Exkurs zeigen. Hier die Spiralurform der Galaxie, die Komplementärspirale der Oxidation oder die berühmte Komplementärspirale der DNA. Gehen wir in die Kultur, finden wir den Eingang zum innersten Heiligtum, führt über eine Komplementärspiraltreppe. Das dritte Auge des Pharao gründet im feuerspeienden Oreus, ebenfalls begründet in einer Spirale. Und schließlich der achtfache Weg auf die Moschee von Samarra ist eine Komplementärspirale. In der Architektur finden wir den berühmten achtfachen Heilspfad von Brod-Budur oder anlässlich der Expo-Stadt Hannover den Aufstieg der Erlösungsspirale und schließlich das nicht gebaute, aber geplante Liebeskind-Modell für das World Trade Center ist ein 1776 Stufen sich hinausfindender Spiralweg. Ich möchte jetzt mit Ihnen diesen Lebensspiralweg zur Widerlegung der These Grillparzers gehen und Ihnen ganz abrissartig den Hintergrund der Forschung dafür deutlich machen. Die Lebensgeschichten, die 2000, sind aus aller Welt, 1300 in deutscher Sprache, das war das Kriterium, oder 700 dazu übersetzte. Diese Lebenskrisen kennen Sie aus ganz berühmten Biografien, Schlingen Sie, wie kann es da drüben besser sein, als es hier auf Erden ist. Oder Viktor Frankl, trotzdem Ja zum Leben sagen. Der Japaner Kenzaburo Oe, eine persönliche Erfahrung. Oder von Tokio nach Berlin. Schließlich für jeden bekannt, nicht nur Ludwig von Beethoven, sondern Jean Améry, Hand an sich legen. Alle diese Biografien sind Ihnen aus der Weltliteratur vertraut und Sie alle sind jenen von mir nachzuweisenden Lebensspiralweg gegangen. Ich habe unterschieden in zwei Arten von Krisen. Eine Lebenslaufkrise, die ist vorhersehbar. An jeder Schaltstelle unseres Lebens, Geburt, Schule, Beruf, Partnerschaft,
Berufsaustritt, Alter, Tod. Sie ist vorhersehbar, könnte planbar sein. Trotzdem heißt es am Ende des Lebens, plötzlich und unerwartet im Alter von 99 Jahren starb. Daneben aber, und das geht uns hier an, sind es die Lebensbruchkrisen, die blitzartig unser normgeordnetes Leben verändern, für Beethoven von ganz besonderer Relevanz. Individuell sind es die Geburt eines beeinträchtigten Kindes, Gensaburo Oe, oder Kinderlosigkeit, Partnerlosigkeit, Arbeitslosigkeit, Unfallkrankheit. Aber kollektiv sind es die Naturkatastrophen, Fukushima, Menschenrechtsverletzungen, Folter, Krieg, Trauer. Diese Krisen haben natürlich ein Profil. Wenn Sie ein ganzes Jahrhundert überschauen, können Sie entdecken, dass bis in die 70er Jahre hinein primär es um die Behinderungsfragen ging, in den 80er Jahren langfristige Krankheiten, Krebs, AIDS, Alzheimer, in den 90er Jahren primär kritische Lebensereignisse, Aufarbeitung der Judenvernichtung, der Shoah und jetzt aktuell 2000 sexueller Missbrauch, Umweltkatastrophen. Für den Leser mir wichtig, habe ich die Forschung in eine Bibliografie gewandelt, in der sie sowohl nach der Erzählperspektive betroffener Partner, Mutter, Vater oder gar betroffener Mitfachmann geschrieben hat und gegliedert nach Krisenereignissen. Wir nennen das heute Bibliotherapie. Ein Buch ist ein Freund auf der ganzen Welt und kann uns Ersatzgesprächspartner sein. Jetzt möchte ich Sie einladen, mit mir durch diese Phasen des Lebensspiralweges hindurchzugehen und dabei selbst anhand von historischen Quellen zu entdecken, wie Beethoven seinen Weg sieghaft gemeistert hat. Stellen Sie sich für einen Augenblick vor, Sie sind als Betroffener oder als begleitender Partner mittelbar, indirekt betroffen. Erfahren Sie die Botschaft: Sie sind krank, Sie müssen mit Krebs, Alzheimer rechnen. Oder das Kind oder Ihr Enkelkind, das geboren wird, muss mit einer Beeinträchtigung leben. Oder Ihr Partner, der den Unfall erlebten und erlebt hat, wird mit einer Querschnittslähmung rechnen müssen. Oder ganz aktuell, Sie kommen von der Dienstreise aus Deutschland nach Japan zurück und man sagt Ihnen am Flughafen, Sie sind verwaist. Der Tsunami hat ihre Familie verschlungen und Haus, Hof und Heimat ist kontaminiert. Sie müssen neu anfangen. Diese Nachricht schlägt wie ein Blitz ein. Man sagt, ich bin erschlagen. Sie zerstört das normgeordnete Leben in Bruchteilen von Sekunden. Und der Betroffene sagt in seiner ersten Spiralphase Ungewissheit, was ist eigentlich los? Eigentlich los. Das heißt für den gesprächstherapeutisch Geschulten, dass uneigentlich alles los ist, in Unordnung und aus den Fugen geraten. Schauen wir auf Beethoven. Beethoven hat in dieser Phase, die begann mit 20 Jahren der Ungewissheit, Briefe an seine engsten Freunde unter dem Siegel der Verschwiegenheit geschrieben. An seinen Theologenfreund Amenda schreibt er: Mein lieber Amenda, dein Beethoven lebt so elendig unglücklich. Die Sache meines Gehörs bitte ich dich zu niemandem, wer es auch sei, auszusprechen. Ich lebe in Streit mit Gott und der Welt. Und an seinen Freund Wegeler, den späteren Arzt, schreibt er: Dein Beethoven verkommt. Nun hat der neidische Dämon mir einen bösen Stein ins Brett geworfen. Ich verfluche mein Dasein, ich verfluche mein Leben, meinen Schöpfer. Aber bitte, schweige zu allen, auch dem Lorchen, einer gemeinsamen Freundin, berichte niemand. Ich vertraue es dir als Geheimnis an. Diese Ungewissheit
ist die eine, die Beethoven hat, nämlich die physische Ertaubung. Aber er hat psychosozial viel, viel mehr Ungewissheiten. Schauen Sie die Quellen an. Es war die Unklarheit über seine Geburt, sein Alter und seine Herkunft. Die Geburtsurkunde hat er bis zum Totenbett nicht anerkannt und gesagt, die gehört mir ja gar nicht, die ist für meinen Bruder geschrieben. Ich bin nicht sein Substitut. Das Alter, er wusste nie, wie alt er war. Sein Vater machte ihn ständig jünger. Lesen Sie hier, der Zehnjährige schreibt Variationen auf den Todesmarsch und Sie lesen âgé de 10 ans, im Alter von 10 Jahren. Er war aber bereits 12. Und schließlich ist das Lied eines Zehnjährigen, Jan, du bist da, der Zehnjährige schreibt das erste Lied komponierend und sagt an einen Säugling, noch weißt du nicht, wes Kind du bist. Er wusste nicht, wer seine Eltern waren. Er konnte nicht glauben, dass die trunken Geschädigten seine Eltern waren und glaubte, kaiserlicher Abstammung zu sein. Diese doppelte Ungewissheit ist das Vorzeichen seines Lebens. Und unser Pianist Konstantin Barzantny hat auf mein Buch mir geschrieben, die Hammerklaviersonate, das längste Selbstgespräch der Klavierliteratur, ist Beethovens achtfacher Lebensspiralweg. Und diese Aufnahmen für Sie zusammengestellt, hören wir jetzt die erste Spiralphase im ersten Satz der Hammerklaviersonate. Die Hammerklaviersonate kann man als eine komplette Abfolge sämtlicher Spiralphasen betrachten. Die Spiralphase der Ungewissheit zieht sich durch Beethovens gesamten ersten Satz. Hier versucht er am Anfang noch der unbesiegbare, starke Kämpfer zu sein, wie wir ihn so kennen. Um sich danach aber in ein heilloses Geflecht von polyphonen Stimmen zu verirren, wo er sich nur mit Kraft und Mühe wieder herauswinden kann, um mit dort wieder anzuknüpfen, wo er schwungvoll begonnen hat. Schwingt sich Beethoven schwungvoll von einer positiven Dur-Tonart in die nächste. Eigentlich müsste das zweite Thema in der natürlichen F-Dur-Tonart stehen, wenn man die Regeln der Sonatenform beachtet. Beethoven vermeidet sie aber, er verleugnet sie, um weiter mit einer kämpferischeren D-Dur-Tonart weiterzumachen, die dann in ein fröhliches G-Dur führt. Selbst in der Reprise verlässt er beim ersten Themenkomplex die Haupttonart B-Dur, um sich mit Gest-Dur vollends zu verirren. Selbst sogenannte schwarze Tonart H-Moll erzeugte einen Zusammenbruch, nachdem er sich mühsam wieder aufrafft, um dann mit B-Dur so weiterzumachen, als wäre nichts geschehen. Aber der Zusammenbruch war da.
Es kann nicht ausbleiben, dass die Gewissheit kommt, die zweite Spiralphase. Ja, aber das kann doch gar nicht sein. Der Kopf sagt ja, aber das Herz sagt nein, weil nicht sein kann, was nicht sein darf. Beethoven aus dem sich selbst auferlegten Schweigeverbot, nicht darüber zu sprechen, vertraut sich nur seinem Testament an. Jenes Testament, das ohne eine Anrede nur an den Bruder Karl mit leerer Linie beginnt, weil er unversöhnt mit seiner Familie lebt. Und das beginnt mit: O ihr Menschen, die ihr mich für feindselig, störrisch, misanthropisch haltet, wüsstet ihr um den geheimen Grund meines Leidens. Wie Unrecht tut ihr mir. Und dieses Leiden an der Umwelt hat Beethoven schon vor 200 Jahren im Testament geschrieben, indem er fortsetzt: Doppelt weh tut mir mein Unglück, weil ich dabei verkannt werden muss. Die Verzweiflung ist so groß, dass er sich in Heiligenstadt hinsetzt, es schreibt. Aber das Wichtigste an diesem Testament ist der Schlusssatz. Er steht auf dem Kopf geschrieben, es war zusammengefaltet, die beiden Seiten, hier auf dem Kopf geschrieben, ich habe es für Sie umgedreht, und Sie lesen die Zeilen: O Vorsehung, gebt einmal einen reinen Tag der Freude, unterstrichen mir. Nie, 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 das wäre zu hart. Und wir erkennen das Wissen heute, dass Beethoven, der 28-Jährige, der dieses Testament schrieb, bis zum 56. Lebensjahr fast weitere 28 Jahre brauchte, um die Ode, jene Ode an die Freude, zu gebären durch den Prozess der Verarbeitung seiner Krisen. Dass Beethoven in dieser Auseinandersetzung unendlich hart litt an seiner Umwelt, wir reden von der Irrelevanzregel, immer so tun als ob und ja nicht sagen, wie es wirklich ist. So geht er mit seinem Schüler Ries durch Heiligenstadt und der Schüler sagt: Haben Sie die Hirtenflöte gehört? Beethoven sagt: Nein. Was sagt er? Ach, da war auch gar keine, ich habe auch keine gehört. Und Beethoven schreibt in seinem Testament: Welch eine Demütigung, und führt das aus, ohne vornehm den Namen zu nennen. Und Ries, die Umwelt, braucht 35 Jahre zur Umkehr, zur kopernikanischen geistigen Wende, bis er endlich in seiner Beethoven-Biografie, 10 Jahre nach Beethovens Tod, die Wahrheit sagt. Aus dieser permanenten Irritation der Verleugnung, Verdrängung, Verkleisterung, muss Beethoven in ständigen Missverständnissen, und so muss er Versöhnungsgeschenke machen. Seinem Freund Amenda schenkt er das Streichquartett und schreibt: Lass es ein Denkmal der Freundschaft sein. Seinem Freund Breuning schenkt er das geliebte kleine Ölgemälde auf Elfenbein und sagt: Hinter diesem Bild verborgen ist alles, was lange Zeit zwischen uns stand. Hat der Betroffene in dieser Zeit einen Begleiter, kann er den Prozess der dosierten Wahrheitsentdeckung oder der dosierten Wahrheitsvermittlung gehen. Hat er ihn nicht, bleibt am Ende nichts anderes übrig als brutale Wahrheitsvermittlung. Das klingt in der Hammerklaviersonate im 2. Satz wie folgt. Beim Scherzo hüpft und springt Beethoven noch herum wie ein Junger, und doch immer wieder schon nach 7 statt nach den üblichen 8 Takten der Periode jammern, zusammenzusinken. Die Betonung setzt Beethoven an die falschen Stellen.
Er ist sozusagen taktlos geworden. Man kann ja kaum noch ausmachen, wo denn die Eins, die Schlag Eins eines Taktes ist. Das hält er so das ganze Stück durch. Es kann nicht ausbleiben, dass der Betroffene früher oder später aus dem kopfgesteuerten Stadium unter dem Druck der lang angestauten Emotionen zur Explosion, zur Aggression ungesteuert emotional ausbricht. Der beschreit aus dem Betroffenen heraus, warum gerade ich? Nie vorher wird gefragt, warum gerade ich nicht? Und so brechen aus Beethoven die ungesteuerten Aggressionen heraus. Er ist ein Meister darin, gegen alles, was sich ihm anbietet. Weil der eigentliche Gegenstand der Aggression, die Ertaubung, ja nicht angreifbar ist. Und würde ich Sie jetzt fragen, wo lassen Sie Ihre Aggression? Dann zeigt mir Ihr Lächeln, dass Sie das Wissen und den geheimen Schatz sehr wohl in sich tragen. Die Aggressionen kann ich nur dahin geben, wo ich geliebt werde, wo ein Raum ist, der niemals verschlossen wird. Und so ist meine tiefe These: Aggression ist Liebesbeweis. Beethoven hat uns unendlich viele solcher Liebesbeweise gegeben. Eines in die Geschichte eingegangen ist der Teplitzer Zwischenfall. Hier sehen Sie Beethoven im Heilbad mit Goethe, ehrerbietig sich verneigend, geht Beethoven stolz erhobenen Hauptes mitten durch das Kaiserpaar hindurch. Des Weiteren schafft es Beethoven, Aggression ist Liebesbeweis, seinen engsten Freunden, der Schüler Ries, der Mäzen Lichnowsky und die Mutter Grillparzers, ein Zuhörverbot fürs ganze Leben zu erteilen. Und zwar warum? Ries hatte gehört, wie Beethoven komponierte, geht nach Haus und sagt Lichnowsky, tolle Übersetzung hat er jetzt, Komposition gemacht, sagt Lichnowsky, spielt's mir doch vor. Er spielt, Lichnowsky will Beethoven überraschen, spielt's ihm am nächsten Morgen vor. Beethoven fühlt sich verraten, verleugnet, da klaut mir einer eine Idee. Er durfte nie mehr zuhören. Geht Lichnowsky zu ihm und sagt, ich war der Verursacher, ich habe ihn dazu gebracht, es mir abends aus Spaß vorzuspielen, erteilt er Lichnowsky auch Zuhörverbot und spielt auf keinem seiner Empfänge und Konzerte mehr. Und schließlich das Dritte, die Mutter Grillparzers, sie hatten in Heiligenstadt ein gemeinsames Haus, einen Flur, und sie wagt auf dem Flur zuzuhören. Fortan übte Beethoven nie mehr in Heiligenstadt. Das berühmteste Aggressionsmerkmal ist das berühmt gewordene Loch in der Partitur, ausgekratzt von Ludwig von Beethoven. Er sagt, Napoleon, dem ich meine Symphonie Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit gewidmet habe, er, dieser Emporkömmling, hat sich selbst zum Kaiser gemacht, kratzt sein Loch aus und ist entsetzt. Wir hören diese Spiralphase in der Hammerklaviersonate. Und am Ende steigert sich Beethoven in einen richtigen Wutausbruch nochmal hinein, indem er ständig zwischen einem B und einem H wechselt, diese schweren Kontrahenten. Und dann prügelt er geradezu aggressiv auf dieses H ein. Hier versucht er zwar noch ein bisschen zu lächeln, so als wäre nichts gewesen, aber man merkt nach diesem Wutausbruch, das war's jetzt. Es kann nicht ausbleiben, dass parallel zur Aggression immer schon die Verhandlung läuft. Wenn das und das ist, dann muss aber. Man verhandelt mit Ärzten, man verhandelt mit Wundern, mit Gott. Man geht einkaufen im Ärztewelt-Warenhaus, Beethoven also ging nach Teplitz, Heiligenstadt, Marienbad, durchforstete alle Kuren und man verhandelt mit Wundern.
Er machte das in seiner Suche nach fiktivem Dialog. Er litt an den Menschen, imaginär. Und so schreibt er seinen Ärzten: Doktor sperrt das Tor dem Tod. Note hilft auch in der Not. Das ist ein heiteres Verhandeln mit seinen Ärzten, denen er dann Bitten um seine Behandlung anfügt. Viel dramatischer ist das Verhandeln um die Ersatzliebe durch seinen Neffen Karl. Kilometerlange Prozessakten belegen jenen Prozess, in dem er auf dem Sterbebett dem älteren Bruder das Alleinerziehungsrecht abtrotzte, von der Mutter Karls lebenslang eingeklagt. Und Beethoven ist so erbost darüber, dass er sagt: Dieser tauge nichts. Meine Liebe zu ihm ist fort. Er brauchte sie, nicht ich brauchte die seine. Man muss immer fragen, wenn jemand etwas sagt, was er damit nicht sagt. Und schließlich, dass das, was ich sage, nicht zutrifft, weiß jeder. Die Tragik, der Prozess endet in dem Augenblick, wo Beethoven zwar gesiegt hat, aber Karl einen Suizid praktiziert und Beethoven starb 8 Monate später. Das klingt bei der Hammerklaviersonate wie folgt. Jetzt will es Beethoven wissen. Er hält mit dem langsamen dritten Satz nachdenklich 20 Minuten lang das längste und tiefste Selbstgespräch der Klavierliteratur. Alles, was ihn bedrückt, kommt hier auf den Tisch. Alle Tonarten, die es gibt, alle möglichen Tonarten, ob Dur oder Moll, werden hier nach ihrem Wahrhaftigkeitsgehalt durchleuchtet und geprüft. Sogar eine Tonart, die es gar nicht gibt, Dis-Dur. Das ist eine Tonart, die man nur mit Hilfsmitteln auch darstellen kann, die kommt hier einmal vor. Oft hat man den Eindruck, als ob Beethoven endlich seinen Frieden gefunden hätte mit dem einen oder anderen Gedanken. Meist ist es G-Dur, dieses fröhliche Kindheitserinnerungs-G-Dur oder Fis-Dur, die Tonart so des höchsten Geistes. Aber wenn man glaubt, endlich könnte jetzt mal Schluss sein, setzt er doch immer wieder unbefriedigt fort. Er verhandelt geradezu zwischen diesen Tonarten.
Es kann nicht ausbleiben, dass die Depression im Sinne einer Trauerarbeit. Wozu? Alles ist sinnlos. Es ist bekannt, dass Beethoven die Todesthematik von Anfang an begleitete. Die Trauerkantate Verscheuen des Zehnjährigen, die Variation des Todesmarsches als 10-, real 12-Jähriger, Jesus am Ölberg, die Gellertlieder, der bekannteste Trauermarsch in der Eroica, der Gefangenenchor in Fidelio, die Schicksalssymphonie. Immer geht es um den Sieg des Helden durch einen Heldentod und die Katharsis der Verwandlung. Neben der Todesthematik ist ein zentrales Thema die entbehrte Liebe. Beethoven hatte offiziell dokumentiert 28 Körbe, das heißt Absagen von Partnern zu Partnerinnen zu verkraften. Und es bleibt offen, ob jener berühmte Brief an die unsterbliche Geliebte imaginär geschrieben ist, als Prozess der Verarbeitung dieser Krise. Denn es ist bemerkenswert, dass dieser Brief keine Anrede, keinen Ort und keinen Adressaten hat. Kilometerlange Literatur beschäftigt sich damit. Wir haben das Original des Briefes neben dem Testament im Sekretär gefunden. Wir leben im Zeitalter des Copyshops. Wer hat diesen Brief, wenn er denn kopiert war, kopiert? Gebe ich einen Liebesbrief einem Kopisten? Und wenn wir dann noch wissen, dass Beethoven sein Testament schrieb, nicht weil er etwas zu vererben hatte, sondern, oh ihr Menschen, die ihr mich für Menschenfeindlichkeit, sich zu rechtfertigen, so war dieses ein Dokument zu rechtfertigen, dass er auch im tiefsten Innern, denken Sie an Fidelio, ein Liebender war. Wie dunkel diese Trauerarbeit ist, erleben Sie in diesem Bild des Künstlers Dorel Dobokan, der angesichts des Gehirntumors seiner Frau, die ihn im Hungerstreik aus Rumänien heraushungerte, jenes Bild malte. Und ich denke, er schenkte es mir für das andere Buch, Herr Ruprecht, warum gerade ich, das bei Ihnen seinen Weg gehen durfte. Sie erkennen das Dunkel des Porträts. Und aus dem Dunkel heraus strahlt das Antlitz mit der Diagonale der Hoffnung. Die Lippen sind sprechbereit, die Augen halb geöffnet, um nun aus dem Durchgangsstadium der Verzweiflung der ungesteuerten Emotionen in das Zielstadium handlungsfähiger, selbstbestimmter Annahme zu gehen. Das klingt in der Hammerklaviersinate so. Nach erfolgloser Verhandlung zwischen den positiven Tonarten G-Dur und Fis-Dur fällt Beethoven in eine tiefe Depression. Er bringt den Anfang des Satzes noch einmal und spielt es noch etwas düsterer und trauriger. Versucht er aber noch einmal einen kleinen Hoffnungsschimmer zu setzen, nachdem er diese traurigen Akkorde spielt und dann ganz am Ende dieses Fis-Dur ganz zart leuchten lässt. Thank you.
Der Mensch ist am dunkelsten Boden des Brunnenschachtes angekommen. Aber er hat Boden unter den Füßen. Er kann selbstbestimmt sich abstoßen und seinen eigenen Weg suchen. Das ist das sechste Spiralphasenstadium der Annahme. Ich erkenne erst jetzt. Es wird jetzt nicht mehr geguckt, Lot, guck dich nicht um, was verloren ist, sondern es wird jetzt nur noch erkannt, was noch da ist und was ich mit dem, was da ist, tun kann, gestalten kann. Annahme ist niemals positive Zustimmung, aber es ist das Reifgewordensein, die Gratwanderung auf der Grenze zu gehen und den nächsten Schritt zu wagen. Für Beethoven sieht es so aus, dass er die Annahme gefunden hat, indem er sich klar macht, welche Bedeutung das Leiden hat. So schreibt er an die Gräfin Erdö, die selbst eine schwer Betroffene, sind nicht wir die Endlichen mit dem unendlichen Geist zu Leiden und Freude berufen? Und er fügt hinzu, beinahe könnte man sagen, wir sind Auserwählte durch Leiden zur Freude. Das stellt er da, dieses Einssein mit sich, seiner Taubheit, seiner anders agierenden Umwelt, Beethoven am Bache, die Pastorale komponierend. Er parodiert sich selbst, nicht ohne meine Fahne darf ich kommen, denn er sagt, woher ich meine Musik nehme, ganz einfach, sie fliegt mir zu von allen Seiten und ich muss die Töne, die Gott mir gab, nur aufschreiben. Das ist für Beethoven Annahme, Einssein. Das klingt in der Hammerklaviersonate. Die Annahme gestaltet sich darin in der Introduktion, indem er die längst fällige Pastoraltonart, eine Naturtonart F-Dur, wieder aufgreift, die er im ersten Satz noch so sträflich vermieden hatte. Sie wirkt hier wie eine Erlösung. Ende dieser Introduktion akzeptiert er sogar sein Gebrechen als eine Art von Humpeln, über das er sich diesmal geradezu liebevoll lustig macht. Jetzt, weil er die Last des Verarbeitens müssen abgelegt hat, man guckt nicht, was hinten liegt, sondern vorne zur Aktivität. Der Mensch möchte das entweder in Kunstwerken oder in der Gründung von Institutionen auf nationaler, regionaler, internationaler Ebene zum Ausdruck bringen. Und so ist es kein Zufall, dass Beethoven in dieser Phase der Aktivität jenen berühmten, ihm zugeschriebenen Satz sagt, ich habe ihn in Japanisch geschrieben, weil er so einfach ist, die Kreuze im Leben sind wie die Kreuze in der Musik. Das Doppelkreuz, es erhöht. Und wie dieses Doppelkreuz aussieht, können Sie hier erkennen, wenn Sie an die Kunstwerke Munk, der Schrei, ein autobiografischer Schrei, das hässliche Entlein bei Andersen, ein autobiografisches Märchen und schließlich die beseelten Steiftiere, die bis nach Kyoto gehen, sind die Beziehungsbrücke, die Margarete Steiff in ihrer Behinderung versuchte aufzubauen. Diese Aktivität hören wir
in der Hammerklaviersonate in der Fuge des vierten Satzes. Beethoven wählt als letzten Satz eine Fuge. Warum? Eigentlich gehört ja ein ganz anderer Satz hinein. Aber eine Fuge ist leicht erkennbar als eine Form von polyphonen Strukturen mehrerer Stimmen, die gleichzeitig, aber unabhängig voneinander gestaltet werden. Das hat die Folge, dass es keine strengen Tonsatzfolgen mehr gibt, wie in einer Sonatenform. Jede Tonart ist nun gleichberechtigt, jede Stimme ist gleichberechtigt. Somit ist die Fuge somit die Form der Gleichberechtigung. Kommen wir zur letzten Phase der Solidarität. Wir handeln gemeinsam. Es geht jetzt nicht mehr darum, die eigene individuelle Eigenart zu betrachten, sondern was kann ich für die Gesellschaft tun? In dieser Phase schrieb Beethoven nicht nur seine 9. Symphonie, die letzten Streichquartette, die Missa Solemnis. Es ging vor allem darum, die Solidarität der Versöhnung zu leben. Und Beethoven, der Solidarität so sehr vermisste, schafft sie sich durch den Kunstgriff, den er hier darstellt, der Reflexion. Und zwar erkennen Sie, dass er in seinem Autograph, Sie erkennen die 9. Symphonie, dass er immer Randnotizen einfügt und schreibt: O Freunde, nicht diese Töne. Die Freunde sind gar nicht da. Sie sind imaginär da. Und er stellt sie sich vor und appelliert: Nicht diese Töne. Lasst uns fröhliche, freudenvollere spielen. Er sagt, seid umschlungen Millionen. Die Millionen sind nicht da. Aber sein Bedürfnis nach Beziehung ist so groß, dass er sie anspricht. Und schließlich ist sein Jubel in der Karikatur dargestellt so groß, dass er alle Gesetze der Musikgeschichte sprengt und in die Gattung der Symphonie die Gattung des Vokalsatzes hineinsetzt und an den Rand schreibt: Ha, ich hab's, ich selbst werde singen, Freude schöner Götterfunken, Freude, Freude, Freude. Und das ist nun das ganz Erstaunliche. In diesem Hammerklavierkonzert sind die letzten 12 Takte. Und das ist das Geschenk von Konstantin Bazantny, auf das er mich aufmerksam machte. Die letzten 12 Takte sind ein achtfacher Spiralsprung des jauchzenden Beethoven. Die gesamte Sonate nochmal als eine zwölftaktige Form zusammen, mit aus der Tiefe aufwärts springenden Oktavtrillern, gefolgt wieder von einem Sprung nach unten, um wieder kraftvoll zu einem noch höheren Oktavtriller zu gelangen, was sich chromatisch immer höher und höher schrauben wiederholt, als ob er uns sagen wollte, das Leben ist zwar schwierig, aber es gehe aufwärts, wie bei einer Spirale. Man dürfe nur niemals aufgeben. Rezensenten sind aus Begeisterung für diesen Jubel der Freude der 28 Jahre vom Heiligen Testament bis zur 9. Symphonie oder der Hammerklaviersonate ging, so begeistert, dass sie schreiben: Anne-Sophie Mutter, sehr, sehr viel Kraft hat mir Beethovens umarmendes Gedankengut gegeben. Oder Masur: Ludwig von Beethoven ist Glücksempfinden, für mich ein Wunder. Aber es
Darf noch einmal gesagt werden, dass dieser Lebensspiralweg Beethovens auch in der bildenden Kunst Eingang gefunden hat. Hier das Spirallabyrinth von Chartres oder der Höllentrichter oder der Läuterungsberg aus Dantes göttlicher Komödie, ein achtfacher Spiralweg. Der Jesus im Tempel sitzt auf einer achtfachen Spirale und schließlich das Todeskreuzigungsbild des Christus mit dem Spiralfaden in Kaltnadel auf dem ältesten archaischen Organ der Nase, die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft verbindet. Und schließlich Van Gogh, der eben vor seinem Tod noch einmal die Gestirne in der Sternennacht als Doppelspirale darstellt. Hier ist es der Pilger Sudama, der zum heiligen Punchab geht, der Pilgerweg und schließlich die vatikanischen Museen werden durch Spiraltreppen in Bibliotheken und in Museen uns hineinführen. Wir haben Beethovens Lebensspiralweg vom 28. bis 56. Lebensjahr als Lebensspiralweg erkannt. Wir durften sehen, dass der ungebahnte Weg ein gebahnter, universaler Lebensspiralweg ist, ein schöpferischer Sprung aus der Krise. Aber es muss noch einmal erinnert werden, dass Beethoven individuell seinen Weg leisten konnte, dass er aber komplementär die Gesellschaft diesen Weg des Umdenkens noch nicht leisten konnte, was heute durch Modelle, wie Herr Higuchi andeutete, durch mein Komplementärmodell, eine Möglichkeit ist, diese Konfliktfähigkeit anders zu lernen. Für die Gesellschaft begann die Umkehr nach dem Tode Beethovens, nämlich einem Tag, während er im Sterben allein nur von Ries begleitet war und unterstützt durch die Finanzen Englands, ist er am Tag der Beerdigung von 30.000 Menschen umgeben, die sich auf dem Schwarzspanierplatz vereinigen, um ihn, unterstützt durch Grillparzer, die letzte Ruhe zu geben. Und posthum, 200 Jahre später, ehrt ihn die Welt, indem sie auf der einen Seite 1972 die Europahymne der 9. Symphonie uns schenkt und schließlich 2003 wird die 9. Symphonie in die Liste des UNESCO-Weltkulturerbes aufgenommen. Und nicht nur das. Als sollte sich der schöpferische Sprung bis in die Gegenwart hinein fortsetzen, erleben wir, dass auch die Wiedervereinigung uns einen ganz besonderen schöpferischen Sprung schenkt. Die Ode an die Freude war in Ost- und West-Berlin zerteilt. Und erst durch die Wiedervereinigung konnte sie wieder zusammengefügt werden. Das Gleiche gilt für die zweite Stadt Beethovens, Wien. Der berühmte Beethovenfries, 100 Jahre nach Beethovens Tod, 1802 gemalt. Natürlich, wie immer, verachtet, zersägt, wurde in den Müll geschmissen. Und ein Mäzen hat ihn im Müll aufgehoben. Und weitere 100 Jahre später wurde er wieder zusammengesetzt als schöpferisches Wunder Wien, eine Pilgerstätte, ein Besuchermagnet in Wien. So können wir sagen, Beethoven hat posthum in aller Welt auch als Mensch die Ehre und Liebe erfahren, die ihm im Leben verborgen war. So kann man sagen, er ist geradezu ein Beispiel für Komplementarität. Der Kranke Gesunde, der Gesunde Kranke. Der Heilsuchende und der Heilwirkende. Der sterblich Ungeliebte und der ewig Geliebte. Warum? Weil es ihm gelang. Ich wage zu sagen, das Heiligenstädter Testament ist der Tod Beethovens und zugleich durch seinen Willen, sich selbst zu besiegen, die Neugeburt, die Auferstehung allein aus Gott geschuldetem Dank für die Gabe seiner Musik.
Und so schreibt er in sein Tagebuch: ein kleiner Hof, eine kleine Kapelle und von mir in ihr der Gesang geschrieben, angeführt zur Ehre des Allmächtigen, Ewigen, Unendlichen.